Ja, willkommen zu einer nächsten Mission. Das ist natürlich jetzt ein bisschen vorgespult. Ich habe mir gedacht, ich spule das Ganze mal vor, weil manche Kämpfe kann man einfach vorspulen. Dann habe ich halt die Vorspulfunktion verwendet, um das Video etwas kürzer zu machen. Mir ist so ein bisschen so aufgefallen, wie lang die Leute maximal vom Bildschirm hocken können. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir aus 25 Minuten und 10 Minuten. Ja, was habe ich hier eigentlich gemacht? Hier war ich in der M. Bevor ich überhaupt weiter gezockt habe, habe ich meine Champions freigeschaltet, bin dann in die Event-Mission Gold Duel rein. Hab natürlich geschaut, okay, was muss ich machen? Aha, Vollstrecker, und Vollstrecker war fürchterlich, denn die war damals sehr schwierig. Zumal auch es wieder mal sehr viele Bugs gab und sehr viele Beschwerden, und ich habe keine Lust mehr gehabt, irgendwelche Beschwerden im Forum zu lesen oder selbst was zu schreiben, weil bei Kabam konnte ich nur rauslesen, kommt immer auf das Gleiche hinaus. Ihr seid selber schuld, wenn ihr nicht die empfohlene Wertung habt. Viel Spaß beim Sterben, ihr Hurensöhne, und so weiter und so fort. Ne? Und ja, das war halt eben für mich auch für viele so, ja, super toll. Ne? Ihr macht es euch wieder mal einfach. Und was war eigentlich der Bug? Der Bug war einfach die Beta-Steuerung, die ist ja immer noch da. Auch die Finalsteuerung, die alte, die ist noch da und die funktioniert nicht richtig. Und da hatte man halt gewisse Champions, die das halt ausgenutzt hatten. Kabam hat halt hier Exploits sehr viele gehabt damals. Und da war halt im englischen Forum hauptsächlich, denn das deutsche Forum wird nicht betrieben. Wir wollen demnächst sowas Ähnliches einrichten, ja. Aber da fing es erstmal an, man brauchte hier in dieser Mission, ja, Forschungschampions. Und da sind sehr viele Schläge auf den beschissenen Aufseher eingehauen. Und dann wollte ich die Attacken öfters rauslocken. Und dann habe ich natürlich wieder mal vergessen, dass die automatische Abwehr so eine Sache ist. Die ist nervig, aber die funktioniert nicht so gut. Und da konnte ich merken, okay, ich nutze das mal aus und ja, mache einen kurzen Prozess mit seiner automatischen Abwehr. Weil er wehrt ja nur einen Schlag ab. Und war ein einfacher Kampf, war langweilig. Im Endeffekt, der erste Kampf war nichts Besonderes. Und dann kam halt der nächste Kampf. War gegen die Psylocke. Psylocke, glaube ich, wird die ausgesprochen. Und ja, da war das dann so, dass ich dann wieder mal meinen Jofix mitgenommen habe. Und der Jofix hat halt seine Fähigkeiten, also wirklich hier da bei solchen speziellen Knotenpunkten schön seine also seinen Angriffsbuff sammeln kann. Und es ist so einfach mit ihm, dass es für den auch keine Herausforderung war. Und ich habe dann einfach eine SK3 gezündet, 20% mittlerweile schaffe ich öfters. Und habe dann gemerkt, wenn ich das mache, ist die gleich tot, weil die hat Desorientierung. Ich habe dann verstärkt meine Fähigkeiten und dann konnte ich die einfach weghauen. Ne? Also das liebe ich an Jofix, dass er wirklich da gebufft wurde. Davor habe ich schon geahnt, dass der gut ist, und habe damals, wo ich ausgelacht wurde auf Rang 2, da war er noch nicht gebufft. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, der wird gebufft in 3, 4, im halben Jahr. Und haben die Leute gesagt, ja, alles klar, Verschwörungstheoretiker. Dabei hatte ich ja jemanden, der sich verplappert hatte, das war ganz witzig. Das war auf eine Frage beim Interview. Do you think the MCU will be have a movie with Jofix? Und die Antwort war von dem Kabam-Mitarbeiter, I don't think so, because it is not the universe that Disney will have, but we have some special for
Maybe next surprises for Joe Fix. Und das war der Stichtag, also Stich da, wo ich wusste, okay, surprises Joe Fix, ich kenne die Leute, ich weiß, wie die reden, ich weiß ihre Luzifer-Sprache, verstehe ich ihre indirekte Sprache. Und dann habe ich gesagt, okay, es wird das geben, es wird das geben. Und ich hatte mein Recht beibehalten und es wurde dann gebufft, der Joe Fix, ne? Weil ich kenne die KBM-Sprache. Hier habe ich vorher verloren gehabt, übrigens gegen Server, weil ich viele Fehler gemacht habe. Da war ich wieder im Rage-Modus, aber auch weil die Steuerung für ein paar Sekunden deaktiviert wurde. Das hat mich sowas von aufgeregt. War ich richtig angepisst. Und habe ich gesagt, Kabam, ihr habt es nicht nötig, so, ne, so schummeln. Das ist Schummeln, wenn man einen Spieler benachteiligt. Da hat mir sehr gefallen der Rote Hulk bei Deadpool. Deadpool ist sehr mächtig um seine Heilung. Aber der Rote Hulk, der macht sich halt eben nichts draus. Hier ist das Schöne daran, dass seine Hitzeladungen sehr stark werden. Immer umso mehr Hitzeladungen der Rote Hulk hat. Und hier kann man es sehr schön sehen in dem Kampf, dass die Angriff auch noch mächtiger werden und die Hitzerladungen wirklich dann so dermaßen den Deadpool abfacken, dass der irgendwann sich nicht mehr heilen kann. Und das fand ich voll lustig, weil mir war gar nicht bewusst, dass der Rote Hulk so krass abfacken kann, wenn er gepusht wird. Aber hier war es natürlich blöd, dass der Psychoman-Kampf stattgefunden hat. Und ich habe den einfach übersprungen, weil das war für mich uninteressant, ne? Ich habe ja es geschafft. Und den Kampf habe ich etwas länger gehalten. Der war wichtig. Der Super Skrull hat mich richtig gefickt. Und da habe ich mich sehr oft unterschätzt gehabt. Ich mag den Kerl nicht, bin ich sehr nervös, wenn ich gegen seinen 50K-Riesen kämpfen muss. Obwohl der gar nicht riesig ist. Es gibt noch viel Schlimmeres. Aber es hat mir nicht gefallen. Da hat die Steuerung öfters. Und nein, es war nicht dieser Schwanken-Modus. Ich war nicht im Schwanken, sondern es hat so immer nicht einmal alles perfekt funktioniert. Und ich musste mich sehr oft anstrengen, damit es alles funktioniert. Das hat mich sehr genervt, weil ich nicht mal im Schwanken-Modus war. Aber es sich so angefühlt hatte von der Steuerung, als wäre es Schwanken. Dann kam Schwanken und ich habe sofort einen Schlag gemacht, bin zurück ausgewichen, damit Schwanken wieder in den Cooldown geht. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du verschissen, weil jetzt hat er Aufrüstung, jetzt hat er diesen Kraftzufuhr. Und das hat mich dann richtig angekotzt, dass ich wieder mal keinen Super Skrull bekomme, weil ich hätte ihn echt benötigt. Weil Super Skrull ist einfach ein fetter Champion. Ja, und da habe ich oft Fehler gemacht, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Da war ich stinkesauer, da war ich im Rage-Modus. Das hat mich so angepisst hier, Adlerauge, Untergraben. Und dann habe ich es zwar geschafft, aber naja, das Schlimmste kam dann hier, der Endgegner, der Vollstrecker, der war so schwer, weil ich einfach nicht gewohnt war durch diese ganzen Buffs und diesen Würgegriff. Und ich so, fuck. Und der Würgegriff, der war am Anfang unter Kontrolle von mir, aber irgendwann hat die Steuerung gehapert. Und das nervt mich, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann fing es so hier an, dass ich auch das Problem hatte, dass der hier richtig fies war. Dass er einfach wusste, wenn ich nicht in deiner Nähe bin, dann kriege ich einen Degeneration-Buff, also Debuff. Und das hat mich angekotzt, weil das System nur noch darauf abgesehen hat, mich in die Enge zu treiben und mich mit nur reiner Degeneration zu belegen. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Das war so kein Cheater-Exploit, das war einfach ein riesengroßer Fehler. Aber das hat mich aufgeregt wie die Pest. Ich wollte schon Drohbriefe für KBM anschreiben, weil man kann das nicht immer so sehen mit dem Champion des Universums. Man sieht es einfach nicht immer und dann habe ich mir gedacht, warum müsst ihr es immer wieder so schwer machen? Hier bin ich down gegangen, also mehrere Male. Hier hat mir auch Dr. Doom nichts geholfen. Hier habe ich dann versucht mit Juggernaut sollte es dann reißen, aber dann war ich wieder im Würgegriff und wieder dieses gleiche Schema. Und das hat mich natürlich auch wieder mal genervt, weil Juggernaut einfach auch es nicht geschafft hatte. Und dann habe ich mit Dr. Doom es versucht und habe gemerkt, der Typ ist so stark durch sein Abwürgen, dass ich auch da K.O. gegangen bin. Dann war ich richtig angepisst
Weil hier hatte ich nur 6%. Und was ist passiert? Ja. Und das ist dieses Benachteiligen, dieses Nachteil im User, war einfach die KI. Ja, die KI ist halt sehr fies und ich musste halt sehr viel einstecken. Und ja, das war's auch schon von dem Video.